Ja, hallo. Wir wollen euch heute eine Holzpfeil-Empfehlung aussprechen. Warum machen wir das? Für viele ist ja der Holzpfeil was ja, gut althergebrachtes und die meisten wollen eigentlich nur noch Carbon schießen. Aber in Zeiten der Pandemie wurde uns klar, dass die Beschaffung unter Umständen von manchen Dingen etwas schwieriger wird. Das haben wir ja ausreichend über Film, Funk und Fernsehen zu hören bekommen und das betrifft also auch unseren Sport. Und es ist teilweise wirklich so, dass wir monatelang auf gewisses Beinwerte von Carbon-Schäften warten, um die euch zu liefern oder Pfeile für euch zu bauen. Wir besinnen uns da etwas zurück auf unseren guten alten Holzschaft. Der ja jahrzehntelang ja, oder vielleicht sogar noch länger gute Dienste geleistet hat. Und wir möchten jetzt nochmal auf diese Alternative hinweisen und wie man diese Schäfte für sich oder auch dann bei uns auch und bestimmt auch bei anderen Händlern bestellen kann, dass es passt. Also erstes muss ich mal wissen, und da stoßen wir aber schon ein bisschen an Grenzen, dass manche gar nicht wissen, was sie für Holzschaft brauchen. Als erstes gibt es mal zwei unterschiedliche Durchmesser. Das ist einmal der 5/16 Schaft, das ist der dünnere, und der 11/32. Die haben jeweils einen Durchmesser von 7,49 und 8,73 mm. Es gibt noch andere Durchmesser, die spielen aber keine Rolle mehr. Bis vor 10 Jahren war es noch der 23/64, der 9,13 mm hat. Der noch geschossen wurde, aber die Tendenz geht eh zu niedrig- und mittelschweren Zuggewichten weg von den hohen Zuggewichten, wo man diesen 23/64 nicht mehr braucht. Das ist das eine. Das andere ist dann, welches Beinwert brauche ich denn überhaupt? Ja. Bei uns auf der Seite gibt es auch Tabellen, da kann man sich ganz bequem zu seinem Bogen, zu seiner Auszugslänge den richtigen Pfeilschaft erstmal auswählen, und wenn man das dann mal weiß, dann kann man also auch sich bequem seinen Pfeil zusammenstellen. Wir haben hier in der Tabelle stehen, wie viel Zuggewicht die Bögen haben, bei welcher Auszugslänge ich dann und Pfeillänge ich welchen Spinewert brauche. Ja? Aber da gehen wir jetzt nicht im Näheren drauf ein, aber ist auf unserer Seite zum Download. Wir suchen uns jetzt mal Pfeile aus für einen 45 Pfund Bogen, also einen traditionellen Bogen. Das ist dann sekundär, ob das ein Recurve ist oder ein Langbogen, der mit einer Fast-Flight-Zähne geschossen wird. Ja? Also haben wir hier erstmal ein Bündel Pfeile. Wir wollen jetzt 6 Pfeile haben. Hier sind 100 Pfeilschäfte drin. Da suchen wir jetzt erstmal welche aus, ja? Und sortiere die nach Qualitätskriterien. Ja? Das ist einmal, ist es der Rundlauf. Ja? Und da brauche ich ein gerades Brett, über das ich die Pfeile einfach wegrolle. Ja? Das ist zum Beispiel schon mal ein guter Schaft. Die sind also recht gut eigentlich. Ja, den hat man jetzt schon ein bisschen gehört, der hüpft ein bisschen, den nehme ich jetzt mal raus. Ja. Oder wie hier, ganz klar, der ist zu unrund, den nehmen wir nicht. Ja. Und ich habe jetzt hier schon mal 6 Schäfte, aber nachdem ich die im Anschluss wiegen möchte, dass ich die gleiche Gewichtsklasse habe, suche ich mir noch ein paar mehr aus. Also der fällt auch raus. Ja. Das ist halt ein Naturwerkstoff, wenn man sich Pfeilschäfte kauft in Angro, ja, die nicht gerollt bestellt sind, da muss man also auch mit rechnen, dass da mal Pfeilschäfte drin sind, die nicht so exakt im Rundlauf sind. Ja. Ja, der ist wieder, da ist wieder einer dabei, ja. Der auch. Jawohl. Gut, also die tue ich mal weg. Jetzt gehe ich her und habe jetzt hier ein paar gerollt. Dann nehme ich mir eine Grainwaage im Anschluss und wiegt diese Pfeile aus. Also es ist ausreichend, wenn diese Pfeile in einem Bereich, also diese Pfeilschäfte in einem Bereich von 30 Grain sich wiederfinden. Da habe ich jetzt einen mit 353 Grain, nämlich den nächsten. 359 passt auch. 348 haut auch noch hin. Also einen Unterschied von 30 Grain soll man nicht überschreiten. Der hat jetzt 365 Grain, der wird zwar passen, aber ich lege ihn jetzt einfach mal hinten hin, vielleicht finden wir was Besseres noch. Auch 368. 380, der ist mir jetzt viel zu schwer, wird gerade noch reinpassen. 355. 353.
394, 337 ist mir zu leicht, 329, 350, super. Jetzt habe ich hier 6 Schäfte mir ausgesucht, gerollt, gewogen. Die anderen lege ich erstmal wieder auf Seite, die waren ja von Rollen her gut. Ja, so. Wenn ich das habe, bauen wir dann Pfeile. Das zeigen wir jetzt hier nicht, das können wir andermal machen. Uns geht es jetzt eigentlich darum, dass wir euch zeigen, wie man einen Holzschaft selektiert und dass der also auch entsprechend gut fliegt. Also erstmal den Schaft rollen, dann den Schaft wiegen, dass die alle in einem gleichen Gewicht sind. Das kann man auch so bestellen, auch bei uns oder bei anderen oder wenn man zum stationären Händler geht, kann man sich das sicherlich dort auch auswiegen lassen, wenn man das so möchte. Und dann werden wir jetzt die Pfeile befiedern entsprechend und dann gehen wir nochmal her und zeigen mal, wie dieser Pfeil dann fliegt. Ja, okay, dann bis gleich. Wir gehen jetzt erstmal im Pfeilbau und dann kommen wir zurück. Ja, hallo, da sind wir wieder, einen Tag später. Unsere Pfeile sind jetzt fertig, die wir uns ausgesucht haben, ausgewogen und gerollt und so weiter. Wir wollen jetzt mal schauen, wie die fliegen und dass sie durchaus eine Alternative zu unserem oder zu dem Carbonpfeil ist oder zu den Carbonpfeilen der Holzschaft. Und gut, wir sind jetzt hier bei uns in die Rampe gegangen, weil das Wetter halt nicht so ganz so prickelnd ist. Wir hätten es lieber draußen gemacht, aber im Regen ist das jetzt auch nicht so toll. Okay, also dann versuchen wir es. Ja, also ihr habt gesehen, der Pfeil fliegt super, wie in der Schnur gezogen. Und das macht jeder Holzpfeil, wenn er vorher ordentlich ausgesucht wird. Also Pfeile rollen, auswiegen, möglichst wenig Gewichtunterschied am Rohschaft, maximal 30 Gren. Und dann kann man ja auch nochmal ein bisschen testen, auch welche Spitzengewichte ich am besten brauche. Da gibt es ja immer noch ein paar Nuancen, wo man es verbessern kann, wo man den Pfeil trimmen kann. Aber es ist eine echte Alternative zum Carbonschaft. Und er ist einfach fast immer vorrätig. Also was heißt fast? Eigentlich immer im Vergleich zum Carbonschaft, wo es wirklich jetzt in der Pandemie große Beschaffungsprobleme gibt. Wir freuen uns, wenn wir von euch hören und wir erfüllen auch gerne eure Pfeilwünsche. Also dann, ade, tschüss. Ja, also wir freuen euch. Wir freuen uns. Das ist rausschneiden, oder?